Guten Abend. Wie fühlen Sie sich? Danke. Der Mann versucht gerade mit euch Deutsch zu sprechen. Guten Abend, wie fühlt ihr euch? Fragt er gerade. Ja, das Mikrofon kann man nicht flutschen. Сейчас мне хотелось бы несколько опустить вас с виманов и тонкой материи на землю. Ich würde Sie gerne jetzt auf die Erde zurückkommen, nachdem wir über Vaidmanas und über die andere feinstoffliche Sachen geredet haben. И рассказать кое-что о нашем организме и механизмах возникновения ряда болезней, и что при этом делать. Ich würde gerne über unseren Körper sprechen und über die Krankheiten, die vielleicht uns ersuchen und über den Mechanismus, wie man die Selbstheilung aktiviert, wie man es tun kann. Существует окружающая среда и внутренняя среда. Ihr wisst, wir haben zwei Umgebungen, die innere und die äußere Umgebung. И вот расстройство этой внутренней среды очень часто имеет решающее значение в исходе ряда заболеваний. Und das ist auch natürlich in diesem Fall ganz wichtig, wenn wir unsere innere Welt öffnen. Sie spielt auch eine große Rolle für die Selbstheilungsprozesse. Существуют многие острые заболевания, такие как сепсис, перитонит и так далее. Es gibt viele, viele Krankheiten oder die ernsthaften Krankheiten. Перитонит, предположим. Перитонит. Да. При которых хирургическим ножом можно целый ряд проблем решить. Natürlich können wir dabei mit chirurgischen Messer eine Menge von Problemen klären. Но тем не менее этот пациент нередко оказывается по ту сторону. Meistens ist der Patient eher auf der anderen Seite, auf der Jenseitsseite. И когда доктора потом уже на вскрытии видят, все хорошо. Доктора на вскрытии видят, там все хорошо, в животе, все кишочки, все нормально, а больной там. Die Ärzte gucken, wenn sie aufmachen, gucken die Patienten an, ist eigentlich mit den inneren Organen alles in Ordnung, alles da, wo sein muss, doch der Patient ist schwer krank. Это во многом зависит от того, что в процессе заболевания накопилось целый ряд патологических продуктов, которые никакое лекарство вывести не в состоянии. Der Grund dafür ist der folgende. Im Laufe der Krankheit wurden viele pathologische Krankheiten eingesammelt und somit ist das auch der Grund. Включая антибиотики, которые убьют микробов, но они останутся в организме. Zum Beispiel so wie beim Antibiotika. Man tötet sie zwar, aber sie bleiben in dem Körper, sie werden nicht ausgeführt, das ganze Müll. Как правило, эти токсичные вещества крупномолекулярные. Diese toxischen Stoffe haben eine grobe molekulare oder große molekulare. Которые почки не выводят. Unsere Nieren sind nicht in der Lage, diese Sachen raus. Oder они так и остаются в организме. Sie bleiben weiterhin in unserem Körper. Их можно убрать только лишь, если мы уберем жидкую часть крови, плазму. Und wir können das folgendermaßen natürlich säubern. Dafür musste man aber einen Teil vom Plasmaflüssigkeit, dabei wird unser Blut gemeint, ausgeleitet werden. Und somit zusammen mit diesem Blutplasma würden sie dann praktisch aus dem Körper ausgeleitet. И вот эта процедура и называется плазмаферез, аферезис удалить. Und genau diese Prozedur nennt man die Plasmaferes. Das bedeutet, dass die Plasma oder dieses Aferes wird rausgebracht aus dem Körper. Ну, такие критические состояния, конечно, имеют место быть, но
Большинство других ситуаций, хронические заболевания. Natürlich gibt es auch diese extreme Situation, aber wir haben auch ganz andere Erkrankungen. Во многом тяжесть их течения и невозможность назад вернуть здоровье. Und das Traurige daran, je länger die Zeit der Erkrankung ist, desto schwieriger ist das, zurück in Gesundheit zu kommen oder in guten Gesundheitszustand zu kommen. Также зависит от накопления этих патологических веществ. Genauso ist das von der Ansammlung dieser pathologischen Stoffe abhängend. Которые не настолько сильно действуют, чтобы вот тут же, может, больной умер. Ihr müsstet wissen, diese Stoffe haben nicht die Wirkung, dass der Kranke sofort ja, stirbt. So ist das nicht. Большинство этих больных не отличается от нас, может быть, даже сидящих здесь. Но при этом все равно они перегружены целым рядом остальных продуктов патологических. Mag sein, dass viele unter uns Sitzenden unterscheiden sich in viele Krankheiten oder nicht alle haben dies, aber man darf nicht vergessen, dass diese pathologischen Abfallstoffe in jedem von uns vorhanden sind. Главным образом это касается так называемых аутоиммунных заболеваний. Besonders sind die Autoimmunkrankheiten betroffen. Когда накапливаются антитела иммунные против собственных антигенов организма. Hier wird damit gemeint, wenn die Ansammlung von Antikörper, von den immunen Antikörper gegen eigene körperliche Antikörper. При этом задача иммунной системы является бороться с микробами, вирусами, другими белками, которые к нам попадают в организм. Sie wissen, dass die Aufgabe unseres Immunsystems liegt darin, dass sie mit den Bakterien, Virus und mit den anderen Eiweißen, die zu uns ins Körper kommen, Fremdeiweiße, dass sie das bekämpfen. Собственные ткани и клетки невидимы для иммунной системы. Und die eigenen Zellen und die Zellgewebe ist für unser Immunsystem nicht sichtbar. Что делает невидимку видимым? Und was macht das, was nicht sichtbar ist, wieder sichtbar? Помните какие-то кинофильмы? Идет невидимка, невидимый, дождик его смочил, и он становится видимым. Ihr könnt sicherlich euch an diese Filme erinnern vom unsichtbaren Mann. Und was passiert, wenn es regnet? Es fängt dann zu regnen und er wird wieder sichtbar. Точно так же некоторые ткани в результате каких-то заболеваний, острых заболеваний, обычных вирусных заболеваний. Das gleiche geschieht auch mit vielen körperlichen Geweben. Erst nach diesen ernsthaften Krankheiten, die Viruskrankheiten oder die anderen ernsthaften Immunkrankheiten. Клетки повреждаются и становятся уже как будто бы чужими для организма. Die Zellen werden beschädigt und somit sind sie auf eine Art und Weise Fremdkörper für unseren Körper. А раз они чужие, с ними надо бороться так же, как со всеми остальными вирусами и микробами. Und das bedeutet, wenn das die fremde Zellen sind, dann ist das gleiche wie für die alle anderen Fremdeindringlinge. Man muss sie bekämpfen und rausleiten wie alle anderen Fremden. Вирус и микроб пришел, ну, в конечном итоге человек остался жив, ушли, и антитела против этих вирусов, и борьба затихает. Normalerweise ist das folgendermaßen. Der Virus kommt, ja, der Mensch bekämpft es, bleibt am Leben, bildet die Antikörper und somit lebt er weiter. Собственные поврежденные ткани на всю жизнь остаются на своем месте. Und die beschädigte Gewebe und die Zellen, die bleiben auch da, wo sie sind. И сигнал на образование антител против них будет продолжаться всю оставшуюся жизнь. Und Sie müssen wissen, dass dieser Signal, dieser Impuls einer gegen den anderen, die Immunsystem gegen geschädigte Gewebe des Körpers, wird dieses Signal ewig sein, das ganze Leben. Когда критические состояния, тяжелые состояния, эти патологические продукты нарастают очень быстро, в течение часов. Besonders wenn ein Mensch sich in einem kritischen Zustand befindet, dann werden praktisch diese pathologischen Stoffe sehr kritisch sich vermehren, innerhalb von Stunden richtig sichtbar werden. В этих случаях накопление идет очень медленно, неделями, месяцами.
In den anderen Fällen ist die Ansammlung und die Aufsparung praktisch von diesem Fremdkörper, die ist ganz langsam, mehrere Monate lang oder mehrere Wochen lang. И при этом, конечно, только так же, только с помощью плазмафереза можно их удалить, потому что никакие лекарства не помогают в этом случае удалению их. Und es ist genauso, nur mit Hilfe Plasmapheresis können wir ja praktisch diese pathogenen Stoffe aus dem Körper rausleiten. Keine Medikamente werden uns helfen, es zu tun. Какая тактика обычная у докторов, когда вот такие аутоиммунные заболевания? Was machen die normale Schulmediziner, wenn man solche Autoimmunkrankheiten haben? Чаще всего они вводят гормоны, которые подавляют активность клеток, которые продуцируют эти антитела. Also wird meistens die Hormone zugeführt, damit sie praktisch die Lebensträchtigkeit diese Viren verlangsamen oder beeinträchtigen, unterdrücken. Meistens ist das nur mit Unterdrücken zu tun. Но сами антитела остаются все равно на своем месте. Aber diese Fremdkörper oder diese Teilchen, die bleiben da, wo sie sind, in meisten Fällen. А в результате действия этих гормонов появляются такие осложнения. Und wenn diese Hormone, die zugefügte Hormone anfangen zu wirken, werden folgende Verschlimmerungen так называемый Cushing-Syndrom с ожирением. Zum Beispiel die Fettleibigkeit. Arterielle Hypertensie. Das Arterienhypertese, also die Verstopfung und Verkalkung. Подъем сахара, сахарный диабет. Natürlich auch der Zucker, hohe Zucker bis zu Diabetes. Osteoporose. Человек до этого имел одно заболевание, появилось еще четыре. Schauen Sie mal, wenn der Mensch davor nur eine Krankheit hat, danach hat die ganze vier. И каждое из них нужно лечить уже как отдельное заболевание. Und jede von diesen Krankheiten muss gesondert und getrennt behandelt werden wie einzige oder eigenständige Krankheit. Это по существу является ятрогенными заболеваниями, то есть вызванными самим врачом. Und letztendlich sind das die Erkrankungen, die über den Arzt verursacht worden sind. Der Arzt hat dazu beigetragen, dass der Patient diese weiteren Krankheiten hat. Поскольку эти заболевания хронические, не такие уж они тяжелые, чтобы вот ну надо спасать жизнь сейчас. Natürlich sind diese chronischen Krankheiten schlimm, aber die sind nicht so schlimm, dass man sagt, wir müssen sofort das Leben retten, jetzt und sofort. При этом нет нужды убирать сразу же, предположим, весь объем циркулирующей плазмы. Как это мы делаем при острых заболеваниях? Und natürlich ist es, haben wir keine Notwendigkeit, das komplette Blutplasma abzulassen, wie es bei den anderen Krankheiten manchmal der Fall ist. При этом нам потребовалась бы донорская плазма, альбумин. Weil sonst würden wir brauchen die Donorplasme und Albumin. Albumin. Это, во-первых, очень удорожает процедуру, а главное, способствует передаче вирусных заболеваний. Es würde aber die Gesundwerdung in die teure Kosten treiben und ehrlich gesagt würde das aber auch die Gesundheitswerdung beeinträchtigen. Поэтому мы у себя приняли тактику, которая отличается от того, от той, которая принята у вас в Германии и в других странах. Wir haben für uns eine ganz andere Taktik angewendet, die von eurer hier in Deutschland oder auch von den anderen Ländern sich unterscheidet, wie für uns selbst. Когда требуется проведение вот такого обширного плазмообмена, wenn zum Beispiel es notwendig ist, dass man so ein großes Bluttransfer stattfindet, который требует специальных условий отделения реанимации, интенсивной терапии, welche auch natürlich eine spezielle Behandlung braucht, ein Reha-Zentrum danach. Но если убрать, подойти к этому так же, как донорский плазмаферез, доноры тоже сдают пол-литра плазмы и ничего при этом не требует никакого возмещения. Wir können das in Vergleich mit diesem Donorsplasmapheresen bringen, wo man bis zum halben Liter Blut abgibt und danach das war's.
Можно убрать несколько больше, чем эти пол-литра. Natürlich können wir viel mehr als einen halben Liter rausnehmen. Примерно 1% от веса тела. Das ist ungefähr 1% vom Körpergewicht. Грубо говоря, 70 килограмм, 700 грамм и больше или меньше в такой же пропорции. Also grob gesagt, zum Beispiel bei 70 Kilo Körpergewicht können wir 700 Gramm wegnehmen. При этом для возмещения будет требоваться только вода. Und was wichtig ist, natürlich das Wasser. То есть, соответственно, это уже более безопасно, легко переносимо. Das Wasser ist weniger gefährlich und natürlich leichter zu ertragen. И может быть использовано практически в любых условиях. Und es ist natürlich, können wir in jeder Lage und in jedem Zustand es verwenden. Включая амбулаторная практика. Больной пришел и через час-полтора ушел. Und natürlich können wir das ambulant behandeln. Das bedeutet, der Patient kommt und eine halbe Stunde, Stunde geht wieder raus. Но для этого требуется проведение курса из 4 таких процедур. Allerdings muss ich sagen, wir brauchen 4 solche Prozeduren, um das zu regenerieren. И за весь этот курс удаляется больше, чем весь объем циркулирующей плазмы. Und natürlich, das ist von dem abhängig, wie viel an der Masse oder wie viel an der Menge wir von Blutplasma abnehmen. Вот как выглядит наш аппарат. So sieht unser Apparat aus oder unsere Maschine. Вот синенький это фильтр. Das Blau, was Sie da sehen, das ist ein Filter. Вот получен весь объем плазмы от этого объекта. Das ist zum Beispiel das ganze Masse an Plasma, was wir von diesem Patienten oder Trabanten rausgenommen haben. А ему хоть бы что улыбается. Und schauen Sie mal, ihm macht das überhaupt nichts aus, er lächelt sogar. Prozedur ist закончена. Und somit ist auch die Prozedur hier auch schon zu Ende. И он вместе с мамой пойдет домой. Und er wird mit seiner Mama später nach Hause gehen. То есть этот аппарат действительно может быть использован в том числе и для лечения детей, включая грудного возраста. Das Gute daran, dass wir diese Maschine oder diesen Apparat verwenden können bei der Heilung der Kinder, und zwar egal in welchem Alter. И при этом наступает более управляемая ремиссия заболевания. Und natürlich die Mission der Krankheit, которая требует в половину меньшей дозы гормонов, которые все равно нужны. Die ist folgendermaßen fällt aus. Sie beansprucht viel weniger an Dosis von Hormonen, denn wir brauchen trotzdem welche. Но эти дозы уже не сопровождаются такими тяжелыми осложнениями возникновения вот этих сахара и так далее. Aber diese geringen Dosen, die wir anwenden, die verursachen nicht mehr diese großen Nebenwirkungen in Reihenfolge nach der Behandlung. Если сравнить пациентов, которые были с нами и без нас, то видно, что через 6 месяцев доза здесь снижается. А у этих пациентов вынуждены поднимать дозу гормонов. Wenn wir unsere Patienten anschauen, so nach ungefähr 6 Monate, die gewöhnliche Methode verwendet haben, dann sehen Sie, dass ihre Dosis mit der Zeit wachsen muss und bei uns bleibt es konstant. Атеросклероз тоже относится к подобным родам заболеваниям, где идет накопление липидов. Auch die Alterssklerose gehört zu auch eine bestimmte Krankheit, die bestimmte Lipiden sich einsammeln. Которые тоже могут быть удалены с помощью плазмафереза. Und die können es genauso mit Hilfe vom Plasmapheres bereinigt, beseitigt werden können. Есть лекарства, которые снижают уровень холестерина. Es gibt welche, die auch natürlich das Cholesterinwerte senken lassen. Статины, фибраты. Которые сами по себе тоже являются иногда причинами осложнений в течение этих заболеваний. Denn das kann auch natürlich eine Ursache für viele Krankheiten oder zu die Verschlimmerung dieser Krankheiten führen. Но этот атеросклероз иногда сопровождается такими осложнениями, как инфаркт миокарда, инсульт.
При этом требуется иногда замещение сосудов стентами, шунтами. Und diese Atherosklerose, die sind natürlich von solchen Nebenwirkungen begleitet wie Herzinfarkt oder dass die Adern sich verengen, verkalken. Ja. Хирург восстановил кровоток. Und der Chirurg zum Beispiel, der macht das, das Blut wieder fließt. 7-8-10 сосудов, которые тоже под тем же самой угрозой закупорки. Aber man darf ja nicht vergessen, dass nebenbei sind noch ganz viele andere Organe sind, die auch davon bedroht sind von der Verstopfung der Arterien. Поэтому с помощью плазмафереза можно не допустить инфаркта. Mit Hilfe des Plasmapheres können wir Folgendes erreichen. Als erstes kein Herzinfarkt. А если он уже наступил, поставлены вот эти шунты, стенты, то можно тем самым предотвратить рецидив инфаркта. Und wenn es dazu gekommen ist und der Mensch schon auf einige Hilfsmitteln, auf die Sonden vielleicht oder auf die Verweitung der Gefäße angewiesen sind, können wir praktisch die Nebenwirkungen oder das, was sich ausartet, reduzieren. Есть так называемый антифосфолипидный синдром, когда накапливаются такие антитела, которые усугубляют течение атеросклероза. Es gibt ein Tis, как синдром называется? Эти вещества усугубляют течение атеросклероза. Bei Arteriensklerose sind diese Stoffe, sie werden natürlich die Arterien verschlechtern, ja? Es gibt solche Stoffe. Даже при нормальном уровне холестерина они повреждают стенку сосуда, и в этом месте формируется такие атеросклеротическая бляшка. Auch bei den normalen Cholesterinwerten können praktisch diese Botenstoffe oder diese Stoffe die Wände der Arterien verletzen und dann werden solche Stellen, vernarbte Stellen aufstehen, die dann aufbrechen können. Это очень драматичная ситуация, потому что нередко острые инфаркты, острые инсульты преследуют лиц сравнительно молодого возраста, и они сгорают как свечки. Und natürlich ist diese Krankheit bitte ernst zu nehmen, weil heutzutage sind das sehr junge Menschen, die von dieser Krankheit verfolgt werden und sie verbrennen praktisch vor unseren Augen. И как правило, доктора при этом ищут холестерин, вставляют стенты, но никогда не подумают, что здесь может быть нечто еще иное, которая тоже имеет существенное значение в генезе заболевания. Leider Gottes, viele Ärzte suchen nach Cholesterinwerten, versuchen diese zu behandeln, aber sie nehmen nicht den Gedanke auf, dass hier vielleicht andere Stoffe dazu führen zu diesen Verschlimmerungen. А с помощью плазмафереза можно убрать и холестерин, и эти антитела. Mit Plasmapheres, mit Hilfe dieses Gerätes, können wir so wie die Cholesterinwerte, Cholesterin reinigen, so wie auch diese Antikörper. Вот видно здесь, как постепенно с помощью плазмафереза можно снизить очень высокие уровни холестерина до достаточно приемлемого уровня. An dieser Grafik habe ich aufgezeichnet, wie man mit Hilfe von Plasmapheres die Cholesterinwerte bis zum Minimum reduzieren kann. Плазмаферез можно использовать и в онкологии. Das Plasmapherese können wir auch natürlich in Onkologie anwenden. При этом обычно, конечно, остается нож, химиотерапия и лучи, лучевая терапия. Und was sehen wir da meistens? Das ist der Messer, das ist die Chemotherapie. Но при этом, когда используется химиотерапия, это практически идет отравление не только опухоли, но и всего организма. Und Sie wissen, wenn eine Chemotherapie durchgeführt werden, es ist ja nicht so, dass man nur das betroffene Organ oder betroffene Stelle beschallt, sondern es werden auch gesunde Gewebe ins Leidenschaft gezogen. При этом следующий сеанс, который где-то через 3-4 недели, приходится откладывать, потому что у пациента наступают эти осложнения. Und normalerweise meistens die Menschen, die schon das gemacht haben, müssen wir unsere Sitzungen um 3-4 Monate verschieben, weil bei ihnen das zur Erscheinung tritt, diese Schwierigkeiten oder diese Verschlimmerungen.
С помощью плазмафереза можно ликвидировать эту интоксикацию. Ich sag's nochmal, mit Hilfe von Plazmapheres können wir praktisch diese toxische Vergiftung aus unserem Körper entfernen oder befreien. Обеспечить полный курс химиотерапии, их надо 4, 6 или иногда 8 сеансов через 3-4 недели. Und natürlich über die Chemotherapie, dass man ja parallel das durchführt, weil meistens sind das alle 4 Wochen, 4 bis 6 Termine. И при этом, в общем, можно использовать даже более токсичные медикаменты, которые мы все равно потом уберем, потому что все они выводятся в ближайшие сутки. На следующий день они уже не действуют против опухоли. Und das Gute daran, auch wenn wir gezwungen sind, mit den schärferen Mitteln zu arbeiten, mit Hilfe dieses Gerätes können wir alle diese Giftstoffe noch an demselben Tag rausführen, weil am nächsten Tag, so wie ich das verstanden habe, ist es nicht mehr möglich ist. Можно делать радиационную терапию. Вот у меня были больные с опухолями поджелудочной железы, которые им делают облучение крови, облучение организма. Natürlich können wir so eine Art radioaktive Bestrahlung machen. Ich hatte ja auch die Patienten gehabt, die Blutkrankheiten hatten, und da mussten wir auch diese Therapie anwenden. При этом производятся эти курсы облучения каждый день в течение месяца. Und diese Bestrahlungen finden dann meistens jeden Tag im Laufe des Monats statt. Но если каждую пятницу проводить плазмаферез в течение этого месяца, und wenn wir jetzt angenommen werden, jeden Freitag Plasmapherese durchführen in diesem Monat, то все вот эти осложнения практически ликвидированы. Dann werden alle diese Schwierigkeiten und Nebenwirkungen liquidiert sein. Ну, естественно, можно помочь и больным, у которых страдает алкоголизмом, наркоманией. Und wir können auch den Menschen helfen, die unter Drogensucht leiden oder Alkoholsucht leiden. Правда, при этом все равно требуется после этого направить их к соответствующему специалисту, чтобы он снял эту патологическую доминанту. Allerdings ist es auch nach dieser Behandlung wichtig, dass wir den Menschen zu einem Experten schicken, der praktisch diese pathologischen, dominanten pathologischen Impuls entfernt aus uns, löscht. Проблема вирусных гепатитов. Гепатит B, в принципе, хорошо лечится интерфероновыми препаратами. Wir sprechen jetzt über den Hepatitis, und zwar über den Hepatitis B, welcher aber wiederum auch mit Diportionapparat gut geheilt werden können. Гепатит C нет полной эффективности лечения этими препаратами. Und Hepatitis C, da bekommen wir nicht diese volle Effektivität über diese Präparate. Но помните, я вам говорил, как начинаются аутоиммунные заболевания. Aber erinnert euch, wie ich das gesagt habe, wovon beginnen diese Autoimmunkrankheiten? Вирус повреждает гепатоцит, клетку печени. Und was macht der Virus? Verletzt die Leberzelle, greift die Leberzelle an. Из клетки появляются элементы ядра, цитоплазмы. Und aus der Folge entsteht praktisch ein Teil des Kernes oder des Plasma, die austritt. Иммунная система не видела этого раньше, значит чужое, и возникает постоянное воспроизводство антител против собственных клеток печени. Und da die Immunsystem das entartete Gewebe nicht kannte, was macht sie? Ständig produziert sie die Abwehrstoffe gegen eigene Leberzellen. При любом аутоиммунном заболевании уровень интерферона всегда высокий. Bei jedem Autoimmunkrankheiten ist der Niveau des Interferon sehr, sehr hoch. Поэтому интерферон, с одной стороны, не удаляет вирусы и в то же время усугубляет течение основного вот этого заболевания. Ihr müsstet wissen, dass dieses Interferon nicht die Viren bekämpft oder beseitigt, sondern sogar erhöht das Risiko. Перед вами человек, который 30 лет тому назад, вдруг у него появилась трансаминазы в 10 раз больше уровень. Трансаминазы. Это вы человек, да?
Ja. Aha. Vor euch steht ein Mensch, der vor 30 Jahren eine Anomalie oder eine Transaffinase auf dem hohen Niveau gekriegt hat. И уже была портальная гипертензия, которая говорит о уплотненной печени, фактически цирроз печени. Und ich hatte praktisch schon der Urteil stand es fest, die Verdichtung des Lebers und somit auch die Zirrhose des Lebers. Это было 85 год, когда мы еще не знали, что это C. Das war 1985, wo wir noch gar nicht wussten, was die C-Energie ist. И только в 93-м мы узнали, что это был гепатит С. Und nur erst 1993 wussten wir, dass diese Krankheit den Namen Hepatitis C trägt. Но как раз в 85-м году мы стали разрабатывать вот эти вот плазмофильтры. Я их изучал вначале на собачках, а потом надо было посмотреть, а как же сам выносишь. И так вот я и стал себе делать регулярно плазмаферез. Und seit 1983 habe ich praktisch angefangen, diese Filter zu studieren, für mich zu forschen. Ja, ich habe erstmal mit den Hunden gearbeitet und habe dann danach später mich selbst als Versuchsperson genommen. А когда я зашел в литературу в 93-м году и понял, что это аутоиммунный процесс, я понял, как мудро я поступил, что я уже лечу себя с помощью плазмафереза. Und als ich dann tiefer in die Materie eingetaucht bin, ich habe viele in literarische Werken gelesen, dann wurde es mir klar, wie wichtig es war für mich, einen richtigen Anfang zu finden, mich selbst richtig zu behandeln. В настоящее время печень практически нормальная. Zu dem gegenwärtigen Zeitpunkt könnte ich sagen, ich habe normale Leber, ziemlich normale Leberwerte. И за это все время я не принимал никаких лекарств абсолютно, которые вот рекомендуют в таких случаях. Und in der Zeit habe ich natürlich keine Medikamente genommen, die normalerweise von den Schulmedizinern empfohlen werden. И даже никакой диеты, кроме ограничения алкоголя. Und natürlich auch, ich nehme keinen Alkohol zu mir. Это единственный яд, ну, в обычной жизни, который убивает печень. Denn ihr wisst, das ist ein ganz gewöhnlicher, alltäglicher Gift, welcher unsere Leber zerstört. В Германии и везде золотой стандарт – это интерферон. Золотой стандарт чего? Золотой стандарт лечения – это интерферон. In Deutschland und überall ist das der goldene Standard der Heilung ist meistens Interferon. В течение от полугода до года. Und das dauert ungefähr halbes Jahr bis ein Jahr. С огромной стоимостью этого курса. Natürlich kostet es auch eine ganze Menge. Который, в общем-то, и бесполезен, и вреден. Und ehrlich gesagt, es hat keinen Nutzen und es ist sogar schädlich. Пусть это будет моим мнением, но вы видите перед собой экземпляр, который это все на себе испытал. Auch wenn es nur meine Meinung ist, doch ich stehe hier als lebender Beweis, der das an sich getestet hat, das überlebt hat und als Beispiel. Диабет. Сейчас все больше и больше появляется диабет, особенно диабета второго типа. Zu der heutigen modernen Zeit haben wir ja extremen Ausbruch an Diabetes, besonders die zweiten Grades. Можно поддерживать нормальный уровень сахара с помощью инсулина, таблеток или диеты. Natürlich können wir ja unser Zuckergehalt durch Insulin, durch Diäten oder durch die Medikamente zu halten. Но это не предотвращает от нарастания патологических продуктов, которые повреждают эндотели мелких сосудов. Das befreit uns aber nicht von diesen pathogenen Stoffen, welche unsere dünne Gefäße verletzen. Который сужается и прекращает кровоток. Und diese dünne Gefäße, sie verengen sich und da fließt gar nichts mehr. При этом наступает ретинопатия с необратимой потерей зрения. Also das führt dazu zu Verlust der Sehstärke. Полинейропатия. Полинейропатии. Поскольку нерв, который идет, он
постоянно питается мелкими сосудами, если не запустевает, он страдает. Warum? Ganz einfach, unser Nervenstrang, der da ist, der wird über die kleinen Gefäße genährt und wenn diese Gefäße zu sind und keine Nährstoffe mehr kommen, stirbt er ab. Нарушается чувствительность трофика. Und natürlich als erste merken wir, dass die Empfindlichkeit nicht da ist. И самое страшное осложнение – диабетическая стопа. Und das Schlimmste an der Verschlimmerung, das ist sogenannter Diabetesfuß. Когда наступает некроз фаланг пальцев на стопе. Besonders dann, wenn die, wie die, wenn die Zehen verharten. Когда хирург видит этот черный палец. Und besonders wenn sie schwarz werden und wenn der Chirurg das sieht. Он никогда не будет убирать по границе вот этого черного изменений. Kein Chirurg wird ihn praktisch das irgendwie wegmachen. Он знает, что этого больного он должен выписать домой. Weiß es ganz genau, dass dieser Kranke nach Hause gehört. И чтобы гарантированно зажила рана после ампутации, он делает высокую ампутацию, вплоть до бедра. Und meistens ist es folgendermaßen, man wird amputiert und man nimmt nicht nur ein bisschen, sondern man neigt dazu, ein großes Teil vom Körper zu amputieren, damit das geheilt und damit man definitiv das weg hat. Вот так, к сожалению, иногда выглядит эти изменения в стопе. So sehen manchmal dieser sogenannte Diabetesfuß diese Veränderungen эти aus. Изменения были вот до этого уровня. Diese Veränderungen waren eigentlich bis zur Mitte des Fußes. После курса плазмафереза хирург счел возможным убрать по линии границы этих изменений. Und nach der Sitzung praktisch und nach der Behandlung hat der Chirurg beschlossen, nicht mehr das ganze Bein zu amputieren, sondern praktisch an die Grenzen, wo dies angefangen hat zu amputieren. Помните, что было до того? Na, schauen Sie mal, da sollte fast ein ganzer Fuß weg und hier sind nur die Zehe, die weg sind. Да, конечно, продолжается процесс. Natürlich Если следующий пальчик также. Natürlich, der Prozess hat nicht aufgehört und wurde der nächste Finger angegriffen. Und dann würde man wieder ein bisschen abschneiden. Одна бабушка осталась с одним мизинчиком на ноге. Ich kenne eine Patientin, wo nur ein kleiner Zeh auf dem Fuß geblieben ist, schon alles weggeschnippelt. Aber sie hat ihr Fuß bewahrt, den ganzen Bein bewahrt, besser gesagt. Ну, есть целый ряд заболеваний, такие как вот боррелиоз, при этом зачастую токсичные повреждения наступают в организме. Ihr kennt solche Krankheiten wie Borreliose und diese toxische Einwirkung kommt in den Körper dann? Вплоть до летального исхода. Plus bis zum Todesfall. И в течение вот этого острого периода заболевания детоксикация с помощью плазмафереза позволяет как-то удержать этого больного. Und Sie wissen, dass der Zerfall des Körpers groß ist und auch die Vergiftung. Und nach unserer Behandlung haben wir die Möglichkeiten, den Kranken zu halten oder zu fangen. В дальнейшем он развивается как аутоиммунный процесс. Natürlich nennt man das sowas wie einen Autoimmunprozess. Можно лечить как аутоиммунное заболевание. Und man kann es auch weiterhin so behandeln, als ob es eine Immunkrankheit ist. Но самое главное здесь вот что нужно понять, что если масштаб болезни превышает наши возможности, побеждает болезнь. Мы не все можем ликвидировать. Es ist wichtig, aber dass wir verstehen, wenn die Krankheit unsere Möglichkeiten übersteigt, unsere persönlichen Möglichkeiten übersteigt, dann können wir der Krankheit unterliegen. Но попытка всегда оправдана, потому что мы всегда уверены, что хуже мы не сделаем. Aber etwas zu versuchen, es ist immer richtig, weil in solchen Fällen kann man nichts mehr schlimmer machen. Мне бы хотелось еще упомянуть проблемы акушерские. Ich hätte gerne jetzt noch mal über die Probleme der Hebamme angesprochen. Можем предотвратить практически все осложнения беременности. Man könnte alle Nebenwirkungen und alle Schwierigkeiten, die die Schwangerschaft mit sich bringt, beenden. Кроме того, если там плод в пуповине затянуло ему горло.
Das Einzige, was wir nicht verändern können, das ist nur dann, wenn die Bauchnabelschnur um das Hals gewickelt ist. То есть при токсикозе беременных, при конфликтах группы крови резус-фактора тоже auch можно это ликвидировать. Die Rhesus-Blutfaktor plus-minus bei den Mutter und bei Kind können wir es mildern. Я упомянул антифосфолипидный синдром, который способствует повреждению сосудов. И он при беременности повреждает сосуды плаценты, питание плода и привычные выкидыши. Das ist so ähnlich, wie ich auch die Stoffe angesprochen habe, welche die Zelle angreifen. Das sind ungefähr die gleiche Wirkungsweise, wie man dann auch den Fötus, das Kind und die Plazenta angreift und dazu führt, dass es zu Fehlgeburt kommt. И при этом если мы, значит, вот удалим вот это все, то тем самым, значит, мы пролонгируем беременность до нормального срока с рождением здорового живого ребенка. Und wenn wir diese Nebenwirkungen praktisch beseitigen, dann garantieren wir eine gesunde und leichte Schwangerschaft bis zur Geburt des Kindes. Даже когда после родов в результате эклампсии тяжелое состояние у больной. Auch besonders wenn nach der Geburt des Kindes im solchen Fall, wenn diese Plasmaxie so schwer war. Polyorganne недостаточность. Und natürlich könnte sein, dass es ja zu organischen Mangeln kommt. Koma. Das kann sogar ins Koma führen. Koma. Anurie, почки не работают. Dass die Nieren versagen. Больные находятся на вентиляции. Und die Kranken, sie hyperventilieren. Искусственной вентиляции. Und sie может быть, 2-3 недели с непредсказуемым исходом. Und ja, das, was danach kommt, das kann man kaum sich ausmalen oder prophezeien. Если мы провели детоксикацию, то через день я имел нахальство обниматься с этой пациенткой. Aber wenn wir unsere Therapie durchführen, dann haben wir gar keine Probleme mehr, schon einen Tag später diese Patientin zu umarmen, ohne das irgendwie angesteckt zu werden oder weiterhin. Даже бесплодие, целый ряд проблем мы можем решить, особенно когда это идет связано с хроническими инфекциями. Auch sowas wie Unfruchtbarkeit, sie ist natürlich sehr oft mit Infektionskrankheiten verbunden und auch hier können wir Abhilfe schaffen. Auch genauso kann eine Frau die Antikörperchen gegen Sperma besitzen. Und sogar ein Mann kann die Antikörperchen gegen eigene Sperma besitzen. При этом сперматограмма их или нет, или они неподвижны, бедные. Das könnte sein, dass der Muster so aussieht, entweder sind sie gar nicht da oder sie sind zu wenig aktiv. После курса плазмафереза они появляются нормальными, женщина может забеременеть от своего мужа, а не от соседа. Und nach der Behandlung von Plazenta-Zirrhose kann die Frau normal schwanger werden und von ihrem Mann und nicht von dem Nachbarn. Muss nicht der Nachbar herhalten. Женщина с холестатическим гепатозом, это почесуха страшная. Ну вот так же происходит. Hier sehen wir auf dem Foto eine Frau, die eine Krankheit hat, wo sie sich andauert alles juckt und hier sehen Sie den Apparat. Вот плазмафильтр. Da ist eine Plasmafilter, der blaue. Проходит эта самая процедура. Und diese Prozedur findet sehr ruhig und sehr harmonisch statt. И с помощью этого плазмафильтра всего лишь одного шприца. Und nur mit Hilfe von einem Plasmafilter. Мы можем провести плазмообмен у новорожденного. Und da können wir praktisch die Austausch des Plasma vom Neugeborenen durchführen. Вплоть до 700 грамм его размеров. Bis zu 700 Gramm seines Gewichtes. Ни один аппарат, ни один другой плазмафильтр, имеющийся в расположении в мире, не позволяет этого сделать. Es gibt momentan keine vergleichbare Maschine, keinen vergleichbaren Apparat, der das ermöglicht, das erlaubt, zu filtrieren, was dieser Apparat erlaubt. Целый ряд других заболеваний, таких как в неврологии, рассеянный склероз, миостения. Hier werden alle anderen Krankheiten aufgezählt. Nephrologie, Nephrologie, Allergie, Asthma, atopischer Dermatit. Das kann man lesen, wie in der Medizin. Pulmonologie, Transplantologie.
Мы можем ликвидировать кризы отторжения и сохранить пересаженный орган. Но что я хочу подчеркнуть? Wir sind in der Lage, die kritische Eindringen dieser Krankheiten praktisch zu beenden und den Menschen zu regenerieren. Вот эта девочка после пересадки клеток костного мозга, лимфолейкоз. Hier sehen Sie ein kleines Mädchen, die nach der Operation, wo man die Transplantation der Rückenmarkes gemacht hat, sie liegt gerade wirklich in einem schweren Zustand und Sie sehen, da haben wir ja auch schon unsere Maschine, da ist der Filterapparat. Und schauen Sie mal, hier ist sie. Ich kann Ihnen wirklich sagen, dieses Mädchen hätte jetzt nicht gelebt, wenn wir ihr nicht geholfen hätten. Что бы мне хотелось сказать в заключение? Те, кто думает, что вот там эти болеют ревматоидным артритом, кто-то болеет еще какой-то другой аутоиммунной патологией, а нас это обойдет стороной. Wenn jemand von euch denkt, wenn der Nachbar eine Krankheit hat, der andere die andere pathologische Krankheit hat und wenn ich mich fern von denen halte, wird das auch mich an mir fern vorbeiziehen, dann ist das nicht so. С возрастом мы чем-то болеем, повреждаются наши какие-то органы, клетки, мы этого не замечаем, но антитела начинают появляться. Aber ich kann euch sagen, mit dem Alter wir haben vielleicht eine kleinere Krankheiten, wir entwickeln die Antikörper, aber ab dem Zeitpunkt entwickeln wir auch diese pathogene Stoffe. Они самые различные. Sie haben eine große Vielfalt. При этом не происходит одного заболевания какого-то не возникает. Und ihr müsstet wissen, das geschieht niemals in einer Krankheit alleine. А все вместе это на 50 лет раньше. Und zusammen, alles das zusammen, wenn man das 50 Jahre früher machen würde, загоняет. Sonst wären wir ja schon gar nicht hier. И только с помощью плазмафереза. Und nur mit Hilfe von Plasmapherese можно предотвратить преждевременную инволюцию, преждевременное старение. Sind wir in der Lage, sogar die vorzeitige Alterungsprozess und somit Abbauprozess zu beenden oder zumindest zu stoppen. При всем при том, что эти процедуры могут выполняться практически в любом медицинском учреждении. Das Gute daran, dass diese Prozedur in jedem Krankenhaus oder in jedem medizinischen Einrichtung durchgeführt werden kann. В амбулаторном порядке. На час-полтора пришел, ушел здоровым. Was braucht man ja von der Zeit? Das ist ungefähr eine Stunde bis eineinhalb Stunden und dann geht man wieder fit und munter nach Hause. И даже женщинам в определенном втором возрасте с климактерическим синдромом мы тоже хорошо помогаем, успокаиваем эти все проблемы. Und ich muss auch sagen, besonders auch bei den Frauen, die in ihre Wechseljahre kommen, wo auch die bestimmte Erscheinungen treten, auch diesen Frauen können wir zu Ruhe und Harmonie bewirken, so dass sie wieder sich regenerieren. Важно не пролонгировать жизнь, а обеспечить качество жизни. Was bedeutet neurologisches Leben? Das bedeutet auch ein qualitatives Leben, ein reines, sauberes, qualitatives Leben. И после экватора жизни, 40 лет, это практически можно делать и нужно делать практически каждому человеку, если есть такая возможность. Und hier wird empfohlen, besonders nach dem Peak des Alters von 40 Jahren, wird man das oder man empfiehlt das immer wieder regelmäßig zu machen in die heutige Zeit, dass man sich mit Hilfe von Plastizeres entgiftet. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.